Hallo und herzlich willkommen zurück zu Freedom Fighters. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, werdet ihr wissen, dass wir gerade bei dieser Mission eiskalt in den Boden gehabt wurden und ich will mich jetzt rächen. Wenn ihr mit Molotow-Cocktails rumwerft, passt immer auf, dass die Feinde nicht in eure Richtung rennen, beziehungsweise haltet Abstand von den Feinden. Solltet ihr jemals mit Molotow-Cocktails rumwerfen. Es ist wahrscheinlich gesünder für euch und euer Leben, wenn ihr auf Abstand bleibt. Da sich das Feuer sehr schnell auf euch übertragen kann, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Ja, und da wir diese Mission in der letzten Folge schon angefangen haben, könnt ihr sehen, dass es, naja, immer noch das gleiche Level ist. Ich habe danach nicht weitergespielt, beziehungsweise ich spiele jetzt wieder. Und ja, ich tue mein Möglichstes diesmal nicht wieder an der gleichen Stelle zu verbleiben, sondern alles richtig zu machen. Behauptet eure Stellung. Und da rennen sie. Ich mag ja Russen eigentlich, aber es ist halt mit dem Spiel, dass man sie töten muss. Russen sind eigentlich ganz nette Leute, Leute wie ich. Ich hab jetzt nicht die ganzen Krisen. Es gibt schon einige Russen, die sind ganz okay. Und auch andere Leute. Ja, ja, das weiß ich. Dann schießt zurück, Junge. Verdammt, das ist ein Fail. Ich muss so ein bisschen das Problem bei Third Person. Bitte, bitte. Das wird schon viel besser. Wenn man nur richtig zählt, zählt man richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Rückzug, vorwärts, Tempo. Claro. Reinzuschleichen, was ist das für einer? Verteidigt diese Stellung hier. Da muss man ein Fail bauen. Das macht das richtig. Der brennt. In welchem Level werden wir C4 auch, aber auch Medipacks brauchen. Ich mache mich jetzt erstmal dran, die Gefangenen zu befreien. Wie in der letzten Folge, was ich dann auch geschafft habe, aber danach gescheitert. Mit
ihr könnt ihn schon hören, den Kampfhubschrauber. Und ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich mache die Tür auf für die Jungs. Danke. Bringen Sie uns schnell in die Kanalisation. Ja, ja, laber nicht komplett jetzt. Andere auch. Und jetzt laufen wir einfach mal zurück. Ich hab da hinten schon den anderen bringen, aber ich bin jetzt einfach hier rein. Die laufen brav hinterher, wie sie es gehört. Wo laufen wir hier unten rum? Da sind dann doch ein paar Soldaten, zu viel für meinen Geschmack. Da sind so ein bisschen an dem Level so viele Feinde. Und jetzt drücken wir auf zurück, damit die Geiseln oder die Gefangenen da reindrücken können. Da ist wieder der Junge, mit dem können wir wieder reden. Hey, yo, Boss! Da drüben im Schnellrestaurant gibt's eine Menge Dynamit. Sieht aus, als könntest du welches brauchen. Formieren! Hallo, Adler. Gehst du mal rein, oh? Warte, ich hab nicht den Charisma. Komisch. Ah, ich hab den. Jetzt fällt's mir ein, ich hab den Typen da drüben vergessen. Dann helfen wir jetzt dem zuerst. Hier, da liegt er. Dann holen wir so einen Freiheitskämpfer. Das hier wird helfen. Dann wieder genug. Charisma gekriegt, ist immer drin. Punkt frei, also so ein dritter Punkt. Und durch den dritten Punkt kann man uns jetzt halt hier nochmal so einen Typen holen. Hier entlang! Ja, Commander. Das sind russische Überläufer. Und meine Jungs kämpfen hier eigentlich ziemlich erfolgreich an der Front. Abbruch, hier alle! Verziehen uns in die Seitengasse hier. Und jetzt laufe ich mit meinem Team los. Es gibt bis zu, ich glaube, entweder waren es 12, ja, 12 Stück. Es gibt 12, man kann am Ende, oder ja, je weiter man spielt halt, immer mitnehmen und maximal bis 12 erreichen. Was ich auch schon erreicht habe und auch ziemlich lustig war, als ich die 12 dann hatte, als mir dann 12 solche Heinis hinterhergelaufen sind. Verteidigt diese Stellung hier. Ja, Leute, lockt sie ja. Schleichen wir jetzt erstmal hier hoch. Da ich Bescheid weiß schon so ein bisschen. Da weiß ich schon noch das ein oder andere über die Mission. Natürlich habe ich einiges vergessen. In der langen Zeit des nicht mehr Spielens. Ja, zum Beispiel der Scharfschütze. Schnell sein Präzisionsgewehr leid. Zoomen, da sieht man mal die Gesichtszüge von so einem Russen, bevor er erschaffen wurde. Er hat überlebt. Ne, hat er doch nicht. Stand er in der Erde, glaube ich. Da steht nochmal einer. Da nochmal einer. Da stoppt nochmal einer. Der wundert sich, läuft weiter. Gibt auch nochmal die Kugel ab. Sehen wir da hinten noch einen? Da hinten steht nochmal ein paar. Da schieße ich jetzt mal einen von. Und jetzt meine Männer mal. Erkundet die Gegend. Darüber. Ich weiß, dass das Hotel ziemlich stark bewacht ist. Schicke ich meine Jungs einfach mal vor. Ich hier auch versucht. Was vorherzusehen. Ein Tipp. Versucht nicht den Fahrstuhlschacht runterzuspringen. Ihr glitscht euch tot. Nur so zur Info. Und ja, wieder. Gehen jetzt einfach mal zu unseren Jungs rüber. Guck mal, wie viele Leichen hier liegen. Kleine Deckung. Wer weiß das? Ah.
die Zeit verlust und das Leben hat. Hierher zurück, Team! Ja, Commander. Findet den Feind. Ich werde sie finden. Als ich mit einem Sturmgewehr, aber sind auch flinke Burschen, die vielleicht nicht umgehen. Abzug, alle Mann! Halt, ja, vorwärts! Wenn mein Kamerad immer vor meinem Schussfeld rennen würde, könnte ich den ganz laut runterhauen, aber naja. Küssen wir doch einfach mal die Flagge und haben diese Mission bestanden. Letztendlich. Ihr seht, jetzt meine Statistik, wer wie viel oder wie viele ich und wie viele die Freiheitskämpfer getötet haben, die erste Hilfe benutzt haben, wie viele Schüsse die abgefeuert haben und wie lange die gespielt haben. Jetzt kommen wir weiter. Nimm die Lagerhäuser ein. Dort bewahren die Sowjets die Maschinenpistolen und Artillerie auf, die sie von den Schiffen entladen. Wenn du Erfolg hast, wird die feindliche Feuerkraft stark geschwächt sein. Sprenge auch die Hubschrauber-Tankanlage, damit die sowjetische Helikopterflotte am Boden bleiben muss. Da habt ihr das gehört. Den Hubschrauber, den man gerade gehört, leider nicht gesehen hat. Wenn man hier den Landeplatz von dem zerstört, kommt er in den anderen Missionen auf diesem Bereich der Karte nicht mehr. Es gibt verschiedene Bereiche, also es gibt verschiedene Karten und das sind dann die Unterzonen, die einzelnen Level. Ich mache jetzt gleich weiter mit dem Hafen. Das Blöde ist, ich muss jetzt drei neue rekrutieren und das machen wir doch auch gleich direkt. Vorher, da hinten seht ihr das, gibt es ein bisschen Ausrüstung zu mitnehmen. Ich nehme formieren! Okay. Und den dabei. Hier. Antreten! Das ist doch mal ein Plan. Die lasse ich jetzt einfach mal stehen. Die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Das lohnt sich nicht. Ich schlage jetzt einfach mal durch. Immer brav hinterher. Aufpassen, die betteln da oben ein paar Russen. Schauen wir jetzt mal hier durch. Wenigstens müssen sie sich nicht ein, wenn du einen zusammenschlagen willst. Erst wenn der schießt, schießen die. So ein bisschen was Cooles. Das von mir schnell meine Männer ein. Verteidige diese Gegend. Doch, nein. Verteidige! Hier. Ich kann die Munition holen. Falls ich brauche, aber brauche ich nicht. Und der letzte, der geht. Ich kann von hier schlechten Befehlen hinschicken. Verteidige diese Stellung hier. Genau. Ja, macht's gleich richtig. Ey, warum komme ich da jetzt nicht durch? Hä? Leute, endlich. Da ich so cool bin, schmeiß ich den Molotow-Cocktail. Da die jetzt alle hier hochklettern wollen. Klettern. Neu gruppieren. Jetzt kommen die zwei anderen hier auch noch. Und ich sag, ihr drei bewacht jetzt einfach mal. Hierher zurück, alle Mann. Vorwärts. Wir arbeiten jetzt. Da ist auch mal einer. Aufgepasst, ihr bewacht jetzt einfach mal hier. Verteidigt diese Stellung hier. Der stand so geil hinter dem Ding, dass ich ihn nicht treffen konnte.
eliminiert sie! Klickst du mal hier, ist so viel hin. Nicht gestört werden. Verdammt! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh man, sorry Leute. Tut mir leid für diesen epischen Fail. Und ja, in der nächsten Folge versuchen wir die Mission nochmal. Also haltet die Ohren steif, Leute. Wir sehen uns.